Hallo, ich bin Elena Weipert, ich bin Kommunikationsdesign-Studentin im vierten Semester und ihr seid hier gerade in unserem Buchshop vom Rundgang, den ich mit anderen Studentinnen zusammen organisiert habe. Und hier haben viele Studenten uns ihre Bücher abgegeben, Fotobücher, kleine Hefte, die sie in Kursen gemacht haben, Designs und auch sehr viele Postkarten. Wir haben sogar ein kleines Gesellschaftsspiel. Wir machen den Kurs Raumstaben. Also wir stellen hier gerade so ein paar Projekte aus, das meistens so Zwischenstände. Den Kurs machen wir mit Claudia Slazzaroni und Natascha Dell. Und Raumstaben beschäftigt sich eigentlich damit so ein bisschen wie Schrift, was passiert, wenn Schrift und Form auf mediale Möglichkeiten reagiert. Unter anderem arbeiten wir zum Beispiel mit der neuen Technik der Variable Fonts. Ich beschäftige mich mit Emojis, da ich diese vorhandenen, wie ich finde, sehr stereotypen Emojis kritisiere. Es gibt jetzt zwar männlich und weiblich, aber es gibt halt nichts dazwischen. Durch diese Technik wird es halt möglich, dass man sagen kann, okay, ich habe nur ein Emoji und ich kann sagen, ich möchte, dass sie ein bisschen, kurze Locken hat. Kann aber auch noch Bart dazu kommen und so weiter. Man kann sich also sowas einstellen und so ein bisschen für Gender Trouble sorgen. So this is a project for Next Reality with Stefan Neudecke. And what we did was we worked on making applications for the HoloLens, which is a augmented reality, mixed reality device from Microsoft. And my idea was to use the gesture control that is tracked with the device and then send messages to objects in my area. And just by looking at them and clicking, I can control them. Or, for example, I can talk to them by saying, go, go, there. Go, go, there. And then some of them are just controlled by my gaze, so I don't have to do anything at all, and I can just, when I look at them, they'll turn on or turn off. Sarah. Ich bin Marie, wir studieren im zweiten Semester Fotografie. Das ist unser Grundlagenraum.